Liebesbetrüger erschleichen sich erst das Herz, dann das Vertrauen und am Ende das Geld ihrer Opfer. Es geht um Hunderttausende von Euro. Ich habe dieses Jahr in Deutschland mit den Opfern gesprochen. Die Suche nach den Tätern führte uns bis nach Afrika. Ein Internetcafé in Ghana. Hier ist Love Scamming ein Big Business. Betrieben von jungen Männern, finanziert von einsamen Frauen, die sich verlieben und betrogen werden. Sie hat wegen mir alles verloren. Manchmal fühlt man sich deswegen schlecht, aber so schlimm ist es auch wieder nicht. Die Täter agieren mit fremden Identitäten, nutzen Profile von attraktiven Männern. Gerät der angebliche Traumpartner dann in Geldnot, zahlen die Frauen. Wir bewegen uns auf Rekordniveau, das muss man wirklich sagen. Und die Dunkelziffer ist gigantisch. Viele Opfer gehen nicht zur Polizei. Zu groß ist die Scham, belogen und betrogen worden zu sein. Das tut schon weh, ne? Das ist, wir schreien seit fast einem Jahr, wenn man so verarscht. Und helfen tut dann keine. Auf einer Dating-Plattform haben wir uns als Opfer angeboten. Mit einer App machen wir uns künstlich älter. Wir nennen uns Renate, sind geschieden, aus Hamburg. Nach wenigen Stunden meldet sich Andrew. Er möchte in einen privaten Chat wechseln, überschüttet uns mit Nachrichten. Komplimente wie: Mein Engel, ich habe dich letzte Nacht in mein Herz eingenäht. Kam ständig. Was lustig klingt, ist für die Frauen aber oft richtig bitter. Denn schon nach kurzer Zeit fordert er uns auf, Geld zu schicken. Aber nicht direkt an ihn, sondern an ein Konto hier. Es ist eine deutsche Frau in Hannover. Sie wird das Geld dann weiterleiten. Anja P., Sparkasse Hannover. Ich habe die Frau in Hannover dann getroffen. Noch ahnt weder sie noch wir, wie das Treffen endet. Geld erwarte sie tatsächlich. Aber mit Betrug hätte das nichts zu tun. Ich bin geschockt. Also, ich habe eine Nachricht bekommen von meinem Bekannten, der wohnt in Afrika, das ist mein Lebensgefährte sozusagen. Und der hat mir geschrieben, dass sein Cousin mir Geld schicken will. Ihr Lebensgefährte ist Sunny aus Ghana. Könnte er unser Andrew sein? Unser Scammer Andrew wollte aber nicht nur uns abzocken, er brachte sogar Frauen aus ganz Europa dazu, ihm Geld zu schicken. Immer mit dem Umweg über Anjas Konto. Das Skurrile war, dass eigentlich erst im Wohnzimmer auffiel, wie tief diese Frau in den Liebesbetrug verwickelt war. Das ganze Ausmaß wird erst deutlich, als wir einen Blick in ihre Banking-App werfen. An einem einzigen Tag im Dezember vergangenen Jahres leitet sie erst rund 1.300 ghanaische Cedi weiter. Dann 911 und schließlich rund 1.600, zusammengerechnet rund 500 Euro. Und das waren nicht alle Überweisungen, die sie an jenem Tag brav an Sunny weiterleitet. Das tut schon weh. Was ist das für ein Gefühl? Vertraut ja die Menschen auch, ne? Ich meine, ich habe mit ihm über Videocall gesprochen, ich weiß, wie er aussieht. Das ist schon hart. Ihr Freund machte sie damit zu Kriminellen, zu einer Geldwäscherin. Als wir ihn damit konfrontieren wollten, ging er nichtsahnend ans Telefon. Du weißt doch, was los ist. Du hast mit einer anderen Frau auf LaVou gesprochen. Sie solle Geld auf mein Konto überweisen. Ja, das tust du. Ich habe das heute erfahren. Einen Moment. Ich glaube, sie erfinden Geschichten, die nicht stimmen. Du weißt, dass ich dafür ins Gefängnis gehen kann. Ja, perfekt. Glauben Sie ihm die Ausreden? Nein, nicht mehr. Ich glaube ihm gar nichts mehr. Oft wird der Liebesbetrug in Deutschland nicht zur Anzeige gebracht. Aus Scham. Danke an Anja, dass sie sich getraut hat, darüber sogar öffentlich zu sprechen. Mein Kollege Steffen Vogel ist auf der Suche nach den Tätern bis nach Afrika gereist und hat da ganz spezielle Erfahrungen gemacht. Bei meiner letzten Recherche bin ich fast in einem Sarg gelandet und das auch noch lebendig. Ich war in Ghana mit meinem Love Scammer unterwegs und um mehr Geld aus seinen Opfern zu quetschen, gehen viele Love Scammer zu einem Voodoo-Priester. Das gehört zu unserer Kultur. Wir sind damit aufgewachsen.
So wie wir an Gott glauben, glauben wir auch an diese Dinge. Gott ändert die Sachen nicht sofort. Aber Voodoo funktioniert innerhalb weniger Tage. Der Priester residiert in einer Hütte am Strand. Für Michael ist der Besuch eine Investition. Bezahlt wird, wenn das Ritual erfolgreich ist und die Frau überweist. Bei dem Vorgespräch mit dem Voodoo-Priester meinte er, ich muss mich jetzt definitiv in diesen Sarg reinlegen. Und ich meinte, nee, ich mach das nicht, ich hab Schiss. Und er meinte, ja, okay, dann geht das hier alles nicht weiter. Und am Ende konnte ich ihn dann doch noch davon überzeugen, dass ich nicht in diesen Sarg steigen muss. Wovon wir ihn nicht abbringen konnten, ist, bei diesen Ritualen trägt man traditionell halt einfach so ein Tüchlein um die Lenden. Und ja, der Kameramann, ich und die Redakteurin vom Spiegel, die noch mit waren, die standen nachher alle bei diesem Ritual in einem weißen Tüchlein. Hallo, meine Vorfahren. Wir rufen euch. Unser Sohn, der jetzt neben mir steht, ist heute hier, um euch um Hilfe zu bitten. Nimm die Schüssel und das Messer. In diesem Ritual waren nachher auch tatsächlich irgendwie seine Schwester und noch irgendwelche anderen Leute dabei. Und die mussten alle nicht dieses kleine Leintüchlein tragen. Die hatten ganz normale Klamotten an. Wir hoffen nicht, dass es funktioniert. Wir wissen, dass es funktioniert. Wir glauben an Voodoo und seine Macht. Ich bin überzeugt, dass es funktioniert. Für mich ist es immer super entscheidend, wie man mit den Menschen umgeht. Man will natürlich auf der einen Seite zeigen, unter was für schlimmen Voraussetzungen die Menschen dort leben. Auf der anderen Seite darf man sie aber auch nicht bloßstellen und darf ihnen nicht ihre Würde nehmen. Stellen Sie sich vor, Sie sind seit Jahren versichert, zahlen brav Ihre Beiträge und hoffen, dass im Fall des Falles Haus und Hof gut geschützt sind. Und dann passiert etwas Schreckliches. Die Unwetterkatastrophe im Juli letzten Jahres. Sie fordert allein im Ahrtal 133 Menschenleben. Dazu kommen die Schäden. Laut Schätzungen gehen sie in die Milliarden. Bei vielen Betroffenen haben die Versicherungen das getan, was sie tun sollen. Sie haben den Schaden beglichen. Aber in etlichen Fällen haben sie das auch eben nicht getan. Mit Menschen, denen das passiert ist, haben wir im Frühjahr gesprochen. Unter anderem mit der Familie Sicken. Die hatte direkt an der A 4 Häuser, bis die Flut kam. Und jetzt stehen wir das Haus. Also wo stehen wir ungefähr jetzt? Ja, hier oben drauf. Noch im Haus drin. Ja, hier oben. Ja, im Apartment stehen wir jetzt. Also das ist ja nicht, das ist ja nur ein, zwei Stufen. Das sind ja schon 7, 8, 10 Stufen, die man hoch muss gehen, erstmal an das Haus zu kommen. Die Wucht des Wassers beschädigt die Gebäude so stark, dass sie abgerissen werden müssen. Für die Familie bricht eine Welt zusammen. Das Besondere war, dass Heinz Sicken diese Häuser im Laufe seines Lebens mehr oder weniger selbst erbaut hatte für seine Kinder. Jetzt war alles weg. Immerhin eines der Häuser war versichert. Aber dann, 3 Monate später, kam das dicke Ende. Ich kann Ihnen das gerne mal vorlesen. Nach Prüfung des Sachverhalts müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass der durch das Hochwasser in Ihrem Gebäude verursachten Schaden nicht versichert ist. Darüber besteht nur Versicherungsschutz für Schäden durch Überschwemmung infolge Starkregen. Kein Versicherungsschutz besteht hingegen für Schäden, die durch eine Sturmflut oder Flut verursacht werden. Für den Versicherer war die Katastrophe im Ahrtal also eine Sturmflut, gegen die Familie nicht versichert war. Pech gehabt. Mit ihrem Anwalt Markus Krämer klagt die Familie gegen diese Entscheidung. Krämer ist seit Monaten im Ahrtal unterwegs, besucht regelmäßig Mandanten. Diese schnelle, unbürokratische Hilfe, die wurde ja von allen Seiten zugesagt, auch von den Versicherungsgesellschaften. Und das ist einfach nicht das, was wir jetzt tagtäglich hier erfahren, im Gegenteil. Also wir haben wirklich auch schwierige Verhandlungen. Das Verrückte ist, dass Betroffene der Flut ohne Versicherung zum Teil viel schneller mit dem Wiederaufbau beginnen konnten, weil die Anspruch hatten auf Gelder aus dem staatlichen Wiederaufbaufonds. Das galt für Menschen mit Versicherung nicht. Allerdings hingen die in der Luft, sobald die Versicherung möglicherweise eine Zahlung verweigerte oder in die Länge zog. Das passierte Familie Fabrello. Also die Flut hat uns wirklich alles genommen. So sah es im Haus direkt nach der Flut aus. Und so sieht es heute, Monate später, aus. Eine Ruine. Warum dauert sowas 7 Monate? Warum habe ich nach 8 Monaten die Zahlen immer noch auf dem Schreibtisch? Das darf nicht sein. Das ist eine bodenlose Frechheit.
Die Familie Fabrello hat von ihrer Versicherung übrigens bis heute nur einen Teil des Schadens ersetzt bekommen. Ich glaube, wenn wir auf ein Thema im Jahresrückblick dieses Mal alle wirklich gar keinen Bock mehr haben, dann ist es Corona. Eigentlich sind wir ja froh, dass sich nicht mehr alles nur um dieses Regelchaos dreht und um Inzidenzen. Und irgendwie haben wir alles schon mit der Pandemie abgeschlossen. Aber vielleicht ist deswegen sogar genau der richtige Zeitpunkt, um zu zeigen, dass das für einige Menschen quasi unmöglich ist. Der Gang auf den Friedhof in Hamm fällt Alexander Reitmeier immer noch schwer. Vor knapp 15 Monaten wurde hier seine Frau bestattet, gestorben an Covid-19. Was gehen Ihnen so für Gedanken durch den Kopf, wenn Sie jetzt hier so stehen? Dass man alleine ist. Alles anders abläuft, als es geplant war. Wir waren 45 Jahre zusammen und haben ein sehr liebevolles Miteinander gehabt. Und auch uns kommunikativ gut verstanden und austauschen können, auf verschiedensten Ebenen. Wir waren eine Einheit. Und jetzt ist halt nur noch eine halbe Einheit. Seine Frau Gabi Reitmeier ist eine von mittlerweile rund 160.000 Corona-Toten in Deutschland. Alexander Reitmeier ist damals auch mit Corona infiziert. Und als es seiner Frau immer schlechter geht und sie zusammenbricht zu Hause, kommt sie ins Krankenhaus. Wenig später überbringt Tochter Romana die Todesnachricht. Ihren Vater in den Arm nehmen kann sie nicht. Ja, wenn ich hier an der Tür stehe, dann kommen wirklich Erinnerungen hoch. Es war genau hier draußen, dass ich meinem Vater sagen musste, durch die Glasscheibe, mein Vater saß auf dem Sofa, dass meine Mutter verstorben ist. Das ist wirklich, dass man einfach auch wirklich merkt, was bedeutet Distanz. Also in dieser Situation eigentlich in den Arm nehmen zu können und trösten zu können und einfach zu wissen, man ist gerade auf Abstand zusammen und muss so eine Nachricht verkünden. Das ist, glaube ich, das Unmenschlichste, was ich je in meinem Leben tun musste. Wir kennen ja alle die Bilder von den Intensivstationen. Wir haben uns im Oktober diesen Jahres gefragt, wie es eigentlich den Leuten geht, die mit Corona im Koma lagen und überlebt haben. Ich habe da Nevra Etche getroffen. Nevra ist gerade mal 18 Jahre alt, als sie sich Ende letzten Jahres ungeimpft mit Corona infiziert. Ihr geht es dann ziemlich schnell, ziemlich schlecht. Und als sie blau anläuft, kommt sie ins Krankenhaus. Nevra landet auf der Intensivstation, wird intubiert und ins Koma versetzt. Also so schlimm habe ich es mir eigentlich nicht vorgestellt. Das war kurz bevor du aufgewacht bist. An Heiligabend wacht sie dann wieder auf, aber ein paar Tage später kommt schon direkt der nächste Schock. Das war noch auf der Intensivstation. Da kam der Arzt zu mir und hat sich meine Nieren angeschaut und hat gesagt, ihre Nieren funktionieren nicht. Im Klartext bedeutet das, mit nur 19 Jahren wird Nevra zur Dialysepatientin. 6,5 Stunden dauert die Prozedur und das jeden Abend aufs Neue. Es ist etwas, was für einige nur eine Grippe war. Und für mich ist es einfach etwas, was mein Leben total auf den Kopf gestellt hat. Also, Sie können sagen, okay, ja, ich bin ja heute negativ, jetzt kann ich wieder raus. Ich kann es zwar auch sagen, aber im Endeffekt komme ich dann am Abend wieder nach Hause und sage, okay, jetzt geht's weiter. Also ich habe immer eine Spur von Corona an mir. Für einige war Corona wirklich so eine Art Zäsur, die das Leben unterteilt hat in vor und nach dem Virus. Und einen Weg zurück in die Normalität gibt's für diese Menschen einfach nicht.